Die zwei grössten Probleme des 21. Jahrhunderts sind der Klimawandel und der Biodiversitätsverlust. Damit das bewältigt werden kann, braucht man eine völlig andere Art, Probleme global anzugehen und gemeinsam zu lösen. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path and I keep on pushing through. Studierende sind Fach- und Führungskräfte von morgen. Es ist wichtig, dass sie sich mit den Themen, die relevant sind, auseinandersetzen, dass sie sich auch Kompetenzen aneignen, die sie auf eine Lösung helfen, mitzufinden. Projekte, die ähnlich auf ganz verschiedene Arten entstehen, zum Beispiel in einem Ideencafé im Austausch mit anderen Studierenden. BFA Sustains bringt mir diverse Vorteile, unter anderem eine Plattform, wo ich mich vernetzen kann mit anderen Studierenden. BFH Sustains passt in dem Sinne ins Studium hinein, dass es sich ermöglichen lässt, privates Engagement ins Studium zu integrieren. Manchmal kann es auch sein, dass mal alles schief geht. Und dort empfehle ich immer, einfach mal neutral einen Schritt zurücktreten von den bestehenden Ergebnissen, von den bestehenden Lösungen und sich einfach noch mal überlegen, von vorne anfangen. Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, aus einem Sustains-Projekt ein Startup zu gründen. Das sehen wir regelmäßig, also man sieht das auch an Hochschulen beispielsweise. Yeah, I get up.